Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Bonus Episode Bidiza. Bidiza ist irgendwas. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wie die Bonus Episode heißt. Alter, wie viel hält das Ding denn aus? Heieiei. Level auf, immerhin. Bidiza ist halt einfach echt noch ziemlich schwach. Auch viel zu schwach eigentlich für diesen Dungeon, aber okay. Ich will nicht nach da unten gehen. Ich will aber auch nicht das Dings hier besiegen. Denn ich glaube nicht, dass Bidiza das packt. Das wäre... Denn ich glaube, das packt er nicht. Weg. Danke. Allein wegen dem Gift. Weil wir kein Leben gerackt haben. Aber wir haben Eisendor. Stimmt, wir haben ja noch Items. Nehmen wir mal Eisendor. Dorn fixieren, bitte. Danke. So können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Damage rausdrücken. Ich weiß ja nicht, Tackle macht jetzt bei dem 29 und Eisendor 9. Wow, okay. Ist ja, wow, okay, Moment. Wir machen es lieber so. Oh. So. Zack. Wir machen damit einfach... Wir machen allgemein so kaum Damage, ey. Ist ein bisschen doof, aber was sollen wir machen? Hallo, Schluppuck. Und wir sind noch nicht eingeschlafen. Okay, doch. Giftwolke. Oh, dein Ernst? Nee. Stirbt nicht, Bidiza. Okay, stirbt doch. Wir haben ja noch ein paar Belebersamen. Alter Vater. Wie sollen wir denn durchkommen? Ja, neben jedenfalls noch ein Schneebedeck, was gut Damage gemacht hat. Unter anderem aber... Heilige Kacke. Das könnte ein bisschen schwer werden hier. Ein Kegeleon-Laden, okay. Hallo. Negativband, Spezialband. Orbs brauchen wir beide nicht. Oder allgemein nicht. Orbs kaufe ich doch nicht bei so einem Kegeleon-Laden, Mann. Warum sollte ich das machen? Eisendorn. Enton aufgehoben. Gut, dass wir so viele Georock-Brocks mitgenommen haben. Was? Das ging daneben. Nein, Ernst, Hypnose. Oh, okay. Es schläft. Wir schlafen, wir schlafen, wir schlafen. Yeah, mhm. Kann, danke. Nicht mehr verwirrt. Immerhin. Immerhin. Und Treppe. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr so viele Ebenen machen. Wie gesagt, bei Bidiza ist das echt ein bisschen... Das ist die Treppe, ich habe die Treppe gesehen. Treppe, hi. Ah, okay. Sternenhöhlengrube. Ja, das sieht schon eher aus wie ein Platz, wo Jirachi schläft oder Jirachi ist. Oh, ich bin recht weit gekommen. Oh, Donnerwetter, das sieht nach einer weiteren Sackgasse aus. Jawohl, ja. Ist das hier wirklich, wirklich der tiefste Punkt der Höhle? Puh, so müde. Ja. Oh, woher kommt diese Stimme? Oh, Augenblick, könnte diese Stimme wirklich... Ja, wer ist da? Ist da jemand? Oh, meinst du mich? Oh, ich bin Bidiza. Oh, und wer bist du? Oh? Ich... Ich... ich bin Jirachi. Ja. Oh, Jirachi, oh. Das, Jirachi, nicht wahr? Oh. Das stimmt. Aber, wer bist du? Oh, ich bin Bidiza. Oh, hab ich das nicht schon einmal gesagt? Oh. Was? Ich hörte, dass du Wünsche wahr werden lassen kannst, Jirachi. Oh, ja. Oh, stimmt das? Ja, das stimmt. Nur bin ich gerade ein wenig müde. Tut mir leid. Und ich schlafe meist recht unruhig. Wenn du näher kommst, dann werde ich vielleicht sogar angreifen. Ist aber keine Absicht. Was?
Ich bin so müde. Auch dein Ernst? Ich will nicht gegen die Rache kämpfen. Alter. Es macht 18 Damage. Okay, Tackle macht wie viel? 13. Georg Box. Aber es setzt unseren normalen Angriff ein, wie es aussieht, ja? Wir dürften ja auch noch einen Belebersamen haben. Was? Daneben? Wir dürften noch einen Belebersamen haben, also von daher. Erholung. Dein Ernst? Ha, besiegt. Ja. Nice. Ja, Donovan. Oh. Was ist los? Oh, Donnerwetter. Tschung. Es ist aufgewacht, wie es aussieht. Oha. Ah, jetzt bin ich aufgewacht. Ah, Streck. Ah, Dreck. Ma, so wach. Ah. Mein Name ist Hierachi. Und wer bist du? Ah, ich bin Bediza. Oh, Donnerwetter, wie oft soll ich das noch sagen? Oh. Ah, dein Name ist Bediza? Ah, nun gut, Bediza. Hör mir genau zu. Ich erfülle jeden einen Wunsch, die es schaffen, mich aufzuwecken. Oh, war? Also plötzlich, oh ja. Ich fühle mich gerade gar nicht mehr bereit dafür. Nun gut, ich höre. Wie lautet dein Wunsch, Bediza? Mein Wunsch lautet, ich möchte... Reich sein, das stärkste Pokémon, der beste Erkunder, ein Festball verspeisen, gut schlafen, meine Menge Items halten, die Welt regieren. Die Welt regieren! Oh, Moment. Ich will mal... Ich mach mal kurz selbst, ich will mal alles durchmachen, danach machen wir den besten Erkunder. Reich sein! Reich sein, ist das wirklich, was ich will? Ja. Bist du absolut sicher, dass das wird? Ja. Reich sein. Das ist ein wirklich schöner Wunsch. Aber mein Traum. Wie bitte? Stimmt etwas nicht? Wie lautet dein Wunsch, Bediza? Stimmt etwas nicht? Hast du keinen Wunsch? Mein Traum. Mein Traum ist es, der beste Erkunder überhaupt zu werden. Jawohl, ja. Der beste Erkunder? Ach so. Das ist doch ziemlich einfach. Okay, also los. Oha. Warte, einen Augenblick bitte. Bitte? Was ist los? Oh, Donnerwetter, ja. Mein Traum ist es, der beste Kunde überhaupt zu werden. Stimmt schon. Ich dachte eigentlich, ich komme hier zu dir und frage dich danach. Jawohl, ja. Aber ich habe mich umentschieden. Im Ernst? Warum? Weil ich gelernt habe, dass man sich nicht so etwas wünschen kann. Oh, das ist mit Donnerwetter. Dafür muss man hart arbeiten. Wenn man alles gegeben und Herzblut reingesteckt hat, ist man ein wahrer Erkunder. Aber man muss Erfahrung sammeln, oh ja, Gefühle und Erinnerung. Genauso lernt man mit den Aufgaben wachsen. Stück für Stück, jawohl, ja. Oh, jawohl, ja. Das ist mir alles während dieser Erkundung klar geworden. Der beste Erkunder aller Zeiten zu werden, dieser Wunsch. Der kann nicht einfach von dir erfüllt werden, Hierachi. Verstehe. Wahre Worte. Was du gerade gesagt hast. Sagt auch etwas über deinen Charakter aus. Nicht jeder kann der Verlockung widerstehen. Du bist ein gutes Pokémon, Bediza. Ich fange an, dich zu mögen. Also, wenn du zurzeit keinen weiteren Wunsch hast... Warte, einen Augenblick, jawohl, ja. Ja, bitte. Du hast gerade so nett ausgerückt, wie bescheiden ich sei, Hierachi. Da sollte ich vielleicht nicht fragen. Ja, das ist schon okay, frage fort. Wenn du mir immer noch einen Wunsch erfüllen könntest, dann wünsche ich mir, ich hätte so gerne einen Freund, der mich Dinge beibringen kann. Ein Freund? Du trainierst doch in der Gilde, nicht wahr, Bediza? Also, du möchtest einen Freund, Bediza. Einen, den du alles zeigen kannst, den du unterstützt und anweist? Ja, ganz genau. Das wurde mir mit diesem Abenteuer klar. Donnerwetter, dass alle meine Freunde aus der Gilde sich so gekümmert haben, macht mich überglücklich, aber ja. Aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen und verwöhnt zu erscheinen. Deswegen hätte ich gerne selbst ein oder zwei Freunde. Wenn ich einen Partner hätte, einen Freund, mit dem ich alles teilen könnte, was ich gelernt habe, dann würde ich besser und besser werden, da es mich anspornen würde, verstehst du? Oh ja. Ja, ich verstehe. Dein Wunsch, Bediza. Ich werde ihn erfüllen. Aber wirklich? Oh. Ja, vielleicht nicht allzu bald. Aber früher oder später wirst du in der Gilde neue Gesichter sehen. Freu dich drauf. Oh, vielen Dank, Hierachi. Ich danke dir so sehr. Und das sind dann Dragon und ich, oder wie? Und so kam meiner, so kam meine Erkundung der Sternhöhle zu einem Ende, jawohl, ja. Und nun, Hoch, Doki. Deine Augen sind geschwollen, Doki. Was ist los? Konntest du nicht schlafen? Wie? Meine Augen auch? Verstehe.
Wir haben jeden Tag recht gut mit unseren Aufgaben zu tun, oder? Ja. Wir sind gerade erst Mitglieder dieser Gilde geworden und es gibt noch so viel, dass wir nicht wissen, aber lass uns dranbleiben. Ja, machen wir. Oh, stimmt. Es gibt wirklich einen neuen Lehrling. Und nicht nur einen. Oh, es sind sogar zwei. Oh. Hirochi, oh, ich danke dir so sehr. Jawohl, ja. Ich werde euch nicht enttäuschen, Dragon und Doki. Ich werde mich immer anstrengen und aus jedem Tag das Beste rausholen. Du wirst trotzdem nicht der beste Erkunder sein, denn das sind wir. Dragon und ich. Sorry, Bidiza. Auch schon wieder Credits. Das war eine recht kurze Bonusmission, Bonus-Episode, aber soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, ist die letzte Episode, wie gesagt, mega lang. Ich glaube, ich habe damals da 3 oder 5 Stunden oder so für gebraucht. Irgendwie sowas in der Art. Die ist mega lang. Aber sie ist auch mega geil. Ich sag noch nichts, was da in der Bonus-Episode passiert, aber sie ist mega gut. Und mein Gesicht schläft gerade ein. Was ist das? Das ist ja eklig, Alter. Das gefühlt ich noch nie. Ah, meine Wangen schlafen ein. Das ist richtig eklig. Boah. Und ja, die anderen Bonus-Episoden habe ich auch nie wirklich, glaube ich, gespielt. Doch, ich glaube, Knuddeluft-Dings. Oder Team Charm. Ich glaube, Platz für Team Charm habe ich gespielt. Und die war auch relativ lang, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. Aber ja. Moment, kann man das nicht? Das kann man doch vorspulen hier. Ich hasse diese Credits. Die sind so nervig. Ja, es geht. Ja. Ja, ihr könnt das hier verlangsamen. Wenn ihr wollt. Aber ich hasse es, Credits durchzugucken. Ich weiß es nicht. Ich leg da meistens irgendwie, auch damals habe ich immer mein Gameboy einfach weggelegt und gewartet und irgendwas anderes gemacht in der Zeit. Bis die Credits zu Ende waren. Ende. Ja, wie gesagt, war aber eine ganz coole Bonus-Episode. War jetzt 3 Parts, das geht eigentlich voll. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir die Sternhöhle freischalten, damit wir auch selber gegen Hirachi kämpfen können. Aber ich glaube eher nicht. In den Bundesepisoden werden Zwillichbank Kagamalage. Okay, 1000 Poke. Schatzbeute wurden gelagert. Deponiert. Ja, okay. Das ist cool. Abenteuer wird gespeichert. Bitte dich das System ausschalten oder die DS-Karte entfernen. Jo, ich entferne kurz die DS-Karte. Geht auch so leicht. Okay. Den Wunsch von Bidiz haben wir gemacht. Ich mach mal kurz Spiel fortsetzen, ja. Und guck mal eben. Was sind das da unten für 4 Inseln? Oh, lol. Oh, Doki. Dragon. Hey, Palim Palim. Was gibt es denn? Oh, Doki, Dragon. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gildenabschlussprüfung. Den Pokepark kann jetzt in Zusammenarbeit mit der Gilde operieren, nicht wahr? Also genießt ihr jetzt gewisse Privilegien bei der Nutzung des Treffpunkts. Läutet die Glocke. Ihr könnt jetzt einen neuen Sonderservice in Anspruch nehmen. Sonderservice? Ah, okay, ich glaube, ich weiß schon, was ihr meint. Was ist das denn für ein Sonderservice? Nun, etwas ganz Besonderes. Ihr könnt jetzt einen anderen Anführer wählen, bevor euer Team in einen Dungeon geht. Einen anderen Anführer? Wir können den Anführer ändern, bevor wir in einen Dungeon gehen? Ja. Bis jetzt war Doki immer der Anführer bei euren Erkundungen, richtig? Jetzt, wo euer Team mit der Gilde kooperiert, habt ihr einen anderen Status. Jedes Mitglied von Team Pokepack kann Anführer werden, bevor ihr euren Dungeon betretet. Anders gesagt, ihr könnt einen Traum in ein Team in einen Dungeon schicken, das nur aus Rekruten-Mitgliedern von Team Pokepark besteht. Mann, warum muss meine Mom eigentlich jeden Tag saugen, Alter? Das geht mir so auf Eier. Ey. Mann, ich kann mich nicht konzentrieren. So. Mal Sound komplett laut gestellt, ey. Ein so zusammengestelltes Team ist genauso offiziell anerkannt. Alter. Oh, verstehe. Das heißt also, wenn wir einen Dungeon erkunden wollen, in dem unser jetziges Team typspezifische Nachteile hätte, dann können wir ein völlig anderes Team mit einem anderen Anführer bilden und sogar Vorteile vom Team nutzen. Von Typen nutzen, so. Ganz genau. Natürlich gibt es Dungeons, die nur Dragon und Doki und Dragon betreten können.
Ich hoffe, ihr nutzt den neuen Service. Auf jeden Fall viel Glück bei eurer Arbeit als Erkundungsteam. Alter, und wie lange braucht ihr denn zum Saugen? Ich saug mein Zimmer in 5 Minuten. Die saugt jetzt schon seit Anfang des Parts, glaube ich. Na, egal. So, können wir die Sternhöhle betreten? Null Inseln. Was sind das für Inseln? Ist Haru beim Team? Nein. Ich will nämlich Haru ins Team holen, damit er sich entwickeln kann. Und jetzt hör auf zu saugen! Meine Fresse! Oh, gib mir das auf Eier. Das ist so. Sie saugt auch immer in den perfekten Moment. Immer dann, wenn ich aufnehme. Sonst ist mir das völlig latte, aber immer dann, wenn ich aufnehme. Wenn ich aufnehme, kann ich das nicht ab, weil ich mich dann so null konzentrieren kann. Weil mich dieses Gesauge halt richtig ablenkt. Und es ist halt so mega laut. Glitzerquelle, ja. Oh. Es ist richtig nervig. Eine Stimme ertönt. Wenn du erwachen willst, Glitzerquelle, wünsche eure Entwicklung, entwickeln. Welches Pokémon? Ach, Dragon kann sich noch nicht entwickeln. Okay, entwickeln wir halt Raupi. Raupi, yo, yo. Oder mach die Tür zu, wenn du saugst oder so. Sie saugt nämlich meistens nur das Badezimmer. Dann ist die Tür mal auf, ey. Das ist so richtig nervig. Okay, dann entwickeln wir noch schnell die anderen Pokémon. Sandan können wir noch zu Sandama entwickeln. Jetzt saugt sie direkt vor meiner Tür. Was ist denn los mit dir? Alter, was ist das? Meine Güte. Sowas, nee. Ey, ich kann, nee. Ich reg mich viel zu oft auf mit Pokémon, oder? Vor allem jetzt gerade über was, was gar nicht mit Pokémon zu tun hat. Ja, Safcon entwickelt zu Smetbo, ist okay. Ist das dein Ernst? Mama, dein Ernst? Jetzt saugt sie voll gegen meine Tür. Nein, ich wollte Smetbo keinen Kursnamen geben. Nein, ja, ist okay. So, jetzt noch Sandan entwickeln und dann haben wir den Part auch. Oder können wir den Part beenden? Und dann würde ich sagen, streben wir im nächsten Part noch ein bisschen storymäßig was an. Denn wir müssen ja noch herausfinden, warum wir uns nicht entwickeln können. Und ja, das würde ich auch gerne machen. Entwickeln. Danke, du hast... Oh, sie hat aufgehört. Okay, nein, hat sie... Was ist denn mit dir? Mann. Heilige Mutter Maria Gottes, ey. Warum saugt sie nicht in der Zeit, in der ich penne? Das juckt mich dann nämlich herzlich wenig. So, gut Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.